Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und zwar gab's ja wieder ein Wunschreview und dafür ist es heute wieder Zeit. Ja, ihr habt's ja schon mitbekommen, es geht heute um Eraser. Ja, ein 90er-Jahre-Klopper mit Arnie. Und ich habe den vor Ewigkeit mal gesehen, auch ganz nett in Erinnerung gehabt. Und naja, war jetzt mal gespannt auf den Rewatch, vor allen Dingen, weil ja Arnie ja irgendwann in den 90ern begonnen hat, eher familienfreundliche Komödien zu drehen. Und naja, da passt Eraser so gar nicht rein. Aber gleich nach dem Intro mehr dazu. Und zwar spielt Arnie hier John Krueger und er ist ein sogenannter Eraser. Das heißt, er löscht die Identitäten von Leuten aus, also arbeitet für die Regierung und sorgt dafür, dass irgendwelche Zeugen oder ähnliche wichtige Leute, die dann aussagen müssen, quasi von der Bildfläche verschwinden, damit sie das tun können, was sie tun sollen, um böse Leute hinter Gitter zu bringen. Naja, und jetzt soll er hier in dem Film kriegt er einen Auftrag, dass er Vanessa Williams Charakter, die ist Managerin in einer Firma und kommt da so ein paar dubiosen Geschichten auf die Schliche. Und ja, Arnie soll sie quasi dann beschützen, beziehungsweise sicherstellen, dass sie die Aussage tätigen kann und dass das ans Licht kommt. Was Arnie allerdings nicht weiß, es gibt Verräter in den eigenen Reihen, die in diesen Machenschaften mit drinne hängen. Ja, und Eraser, ja, wie gesagt, hatte ich eben schon erwähnt, in den 90ern Arnie mit Kindergartenkopf und auch Last Action Hero, cooler Film, aber auch eher im Komödienbereich. Und ja, da hat Arnie dann auch, wurde ein bisschen familienfreundlicher, nachdem die frühen 90er, wie gesagt, auch mit Terminator 2 natürlich große Klassiker hervorgebracht haben. Und naja, die Zeit der großen Actionhelden der 80er, wir hatten in den 90ern, gerade ab Mitte der 90er, schon so ihre Schwierigkeiten. Und naja, da musste man dann vielleicht auch auf Komödien umswitchen, wie halt Kindergartenkopf, Twins und ähnliches. Junior, Arnie wird schwanger. Naja, Eraser, tatsächlich eher noch eine Rückkehr zum Thema 80er-Action, was natürlich Mitte der 90er, 96 ist der Film, glaube ich, entstanden, ja, 96, speziell war. Und auch nicht mehr ganz so typisch. Und ja, es gibt, ich sag mal, leichte Sci-Fi, kann man schon fast sagen. Also die Waffen, um die es hier geht, die sind schon sehr speziell. Also sind da ein paar dubiose Waffengeschäfte, wo da Geheimnisse verraten werden. Ja, sagen wir es mal so, es sind so ein bisschen laserkanonenartig. Kann einen leichten Sci-Fi-Touch mit drinne sehen, aber sonst ist es wirklich ein geradliniger Action-Thriller. Und naja, man kriegt halt das, was man auch tatsächlich denn von einem Arnie-Action-Klopper erwartet. Ne, man kriegt einerseits coole Sprüche oder Sprüche, die halt so richtig schön 80er-Jahre-Action teilweise sind. Ja, die hat man. Man hat natürlich auch hier einiges an Action. Werden Bad Guys über den Haufen geballert, wie man es halt kennt. Ne? Und deswegen macht der Film auch durchaus richtig Spaß, weil er halt, auch wenn er Mitte der 90er entstanden ist, noch, ich sag mal, ein bisschen klassisches Action-Kino bietet. Ne? Ein bisschen mehr Handlung als einige der älteren Filme aus den 80ern. Und das muss ich auch sagen, das hat mir auch gut gefallen. Die Handlung ist an sich recht spannend gemacht. Ist natürlich hier auch mit James Caan als Bösewicht recht cool. Ne? James Coburn spielt auch noch mit in einer kleineren Rolle. Ne, aber ja, die Handlung ist durchaus spannend aufgestaltet oder aufgezogen und ja, wie gesagt, macht dann Spaß. Was den Film natürlich dann auch so ein bisschen wiedererkennungswert, das hatte ich tatsächlich fast verdrängt, weil ich ihn sicherlich 20 Jahre nicht gesehen habe, den Film. Es gibt natürlich so insbesondere hier eine Szene, ne, die legendär ist.
Und zwar, ja, es hat was Positives und was Schlechtes, diese Szene. Man merkt halt, als es im Aquarium auf der Flucht dann auch Krokodile zum Einsatz kommen, nennen wir es mal so. Ja, die Krokos sehen halt, sind halt computeranimiert und sehen jetzt nicht so überragend aus. Ne? Dadurch, auch bei den anderen Action-Szenen, aber auch hier, ne, gibt es natürlich auch ein paar kleinere Härtespitzen. Was machen Krokodile? Die beißen. aber alleine, weil Arnie hier auch ein Krokodil aufs Maul haut, blöd gesagt, ist es schon irgendwo recht kultig. Ne, auch, ich will hier nicht zu viel spoilern, auch am Ende, ich sag mal, die Unterstützung der Gewerkschaft, die Arnie dann kriegt, weil das ist nämlich das Coole, die werden ja verfolgt, auch weil, ne, klar, man hat ja, ne, diese Verschwörung, die man aufdecken möchte, das sind Verräter in den eigenen Reihen, man verfolgt Arnie und seine ja, Zielpersonen dann auch. Wie gesagt, sorgt nicht nur für Action-Szenen mit Krokodilen zum Beispiel, ne, sorgt natürlich auch dafür, dass Arnie viele Leute, denen er geholfen hat, ja, ich sag mal, reaktivieren muss und ne, von denen natürlich auch Unterstützung bekommt. Ja, da hat man auch schon einige lustige Sachen eingebaut und wie gesagt, am Ende die Unterstützung der Gewerkschaft. Ah. Nein, also wie gesagt, sehr unterhaltsamer Film, macht definitiv Spaß. So unendlich viel kann man sonst nicht zu sagen. Es ist halt, wie gesagt, ein relativ geradliniger Action-Klopper, ne, mit ein paar wilden Einlagen. Wie gesagt, die Krokodile, ich komme da nicht drüber hinweg. Ja, macht wie gesagt Spaß. Und ja, Arnie-Fans, also ich finde, ich weiß, viele mögen ihn. Ich habe aber auch zwischenzeitlich immer mitgekriegt, dass so, ja, ach, Eraser, Arnie, Naja, dass er bei manchen vielleicht auch ein bisschen underrated ist. Der macht definitiv Spaß und ja, ist kein, nicht so wie The Rock, Con Air oder Face Off, hier einer der großen, ne, mega geilen 90er Action-Klopper, aber ist schon noch ein schönes Stück, ja, Kino, Action-Kino mit Arnie, das nach den 80ern entstanden ist. Und ja, wie gesagt, der natürlich zeitlich ja, ein bisschen auch heraussticht von seiner Art und Weise. Und wie gesagt, die Sprüche, die zwischendurch gekloppt werden, ne, wer das aus den 80ern mag, der wird auch hier Spaß haben. Von daher, cooler Film. Und ja. Haut mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr Eraser fandet. Also ich gehe mal von aus, viele werden ihn halt auch tatsächlich gesehen haben. Wenn nicht alle oder die meisten. Na, auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.